Dann werden wir mal da hinten hingehen. Da sind schon Banditen. Ich habe das schwarze Segel gesehen. Die Black Pearl. Man sagt, dass sie keine Überlebenden übrig lassen. Woher stammen denn die? Ja, Entschuldigung. Zu oft Flut der Karibik geschaut. Den könnte ich eigentlich mal wieder schauen. Gut, tschüss. Okay, doch keine Banditen. Sehr schön, sonst wäre ich ja jetzt voll reingestolpert. Wo muss ich denn hin? Die Vorräte. Eine Lieferung für dich. Von einem Schmied. Ah, genau, was ich gebraucht habe. Hier, deine Entlohnung. 1000 Drachmen. Nice. Ich finde es immer so lustig, dass wir als Bote... Eigentlich ist das komisch, ne? Wir als Bote bekommen das Geld... was eigentlich dem Lieferanten zusteht, oder? Ich meine, der Lieferant hat jetzt was geschickt und wir haben das ganze Geld bekommen. Also hat der Lieferant nichts bekommen. Rein theoretisch. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber okay. Ja. Ich sollte mich nicht beschweren. So, ich finde gerade die Landschaft hier ist mega cool, finde ich. Also die Schlucht. Mega cool. Gut, da ist ein Fragezeichen. Wir fragen uns mal, was das ist. Entschuldigung. So. Ui. Ja, was ist denn das? Da wird eine Burg gebaut, oder? Nice. Das ist ja cool. Lass mich raten, ich darf da nicht rein. Oder nee, das ist keine Baustelle, sondern das sind einfach nur ist eine Ruine. Aha. Ein Zagros. Gefangenenbefreiung und so weiter und so fort. Okay. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Sind aber gerade sehr sehr aufmerksam. Ich weiß aber nicht warum. Gut. Also, dann schießen wir mal den Süßen da oben runter. Wir schießen den gleich runter. So. Feuer haben sie nicht, ne? Gut. Gut. Kommt voran. Ah, danke, Musik. Sehr schön. Aber ich frage mich gerade, warum die so
so alarmiert rumlaufen. Das ist ein bisschen seltsam. Ist gerade auch unpraktisch, dass die alle... Ich hoffe, der Goldene geht nicht da hoch, weil den kann ich wahrscheinlich nicht one-shotten. Sehr gut. Okay, nicht da hochgehen, du willst da nicht hochgehen. Da oben ist nichts für dich. Gut, er geht nicht hoch. So. Vielleicht war ein Tier da oder so. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich finde es immer so lustig, wenn so ein Tier da ist. Und dann sind die ja so ultra angespannt. Die ganze Zeit. Auch wenn wenn das Tier tot ist. Oh. Den habe ich ins Gras geschossen. So. Ich muss jetzt, glaube ich, mal da hinten hin. Entdeckung. Okay, das war ein bisschen auffällig, glaube ich. Nee, weißt du nicht. Du glaubst es nur, aber du weißt es nicht genau. So weiter oder schlitz dich auf? Was ist denn bei dir los? Ah, süß! Der hat gefragt, wo bist du hin? Ah, knuffig. Also gut, dann machen wir mal das. Wieso hat er eigentlich gefragt, wo bist du hin und geht jetzt nicht dahin? Seltsam, aber besser für uns. So. Aber das ist schon praktisch mit diesem mit dem aufgeladenen Schuss. Weil die Fest ist ja dann so nach hinten. Voll nice. Nicht schauen. Gut. Okay. Es klebt doch nicht so zusammen. Das. Wieso sind die zu zweit? Das ist unpraktisch. Wieso interessiert mich das? Und warum wissen die jetzt, wo ich bin? Ach, ein Schmarrn. Was machst du denn? Dim, 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 dim.
Ja, wo könnte ich sein? Ah, zum Glück habe ich Röntgenblick. Ah, und da so eine Bombe reinhauen. Aber ich habe nicht genug Wasser. Hm. Ich habe nicht genug Adrenaline. Nee, für den ist es zu wenig. Immer diese Söldlinge. Irgendwas zu berichten? Nein. Findet diesen verdammten Abschaum. Das Opfer wurde überrumpelt. Schon dabei. Der Opfer wurde überrumpelt. Das habe ich ganz genau gesehen. So. Alfie, Alfie. Ja, immer wenn ich anfange zu zielen. Das Gesicht merke ich mir. Was das war. Da. Komm mal her. Ich tu die trotzdem mal hier hin. Na gut. Guten Tag. Sofort. Ich verarsche die. Oh, da sind ja auch noch welche. Guten Tag. Nein! Das solltest du doch nicht machen. Ja, das war dumm. Naja, egal. Autsch. Hört auf zu schießen. Ja, praktisch ist es jetzt gerade nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Und dann gehen wir wieder. Wow. Dann gehen wir mal wieder rein. Dann gehen wir mal hier hin. Dann gehen wir hier wieder raus. Dann gehen wir mal hier hin und verarschen die halt sowas von. Dann gehen wir hier hin. Oh, hier sind Pferde. Und dann. Alter, die schießen halt immer noch. Ja, dann lass mich doch. Eigentlich war das der Heldenschlag. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Dass die mich trotzdem nicht treffen konnten. Aber egal. Wir machen es einfach offiziell. Ah. Danke, dass du da geblieben bist. Tja. Dam, 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 dam. Gibt's hier noch welche? Ja. Banditenanführer getötet. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Gut. Warte mal, ich mach mal die. Schaff.
Ja, dann machen wir es halt so. Gut. Das war das. Nice. Alles so wie geplant. Alles so, wie es geplant war. Vielleicht sollte ich zuerst oben alles aufräumen, aber ich bin neugierig, was hier unten ist. Brauchst du Licht? Nee, die Beleuchtung hier ist ganz gut. Aber danke. Ich kann dich nicht verstehen, ich lasse dich hier. Oh nein! Oh nein, oh Gott! Kann ich das bitte zerstören? Oh, das ist, finde ich, die brutalste Foltermethode, die ich, die es in der Antiken und Mittelalter gab, fand ich. Beziehungsweise, die hatten sehr viele richtig krass brutale. Aber hier war es so, dass eben diese Bronze-Statue, die sind ja hohl. Und da waren so eine Klappe drin. Und da wurde der Gefangene reingesteckt und dann unten erhitzt. Und dann wurde er lebendig gegart. Also, was die früher alles gemacht haben. So. Dann haben wir alles. Weil das Krasse ist halt, dass es wirklich real war. Also, dass es wirklich so passiert ist. Dagegen ist so Kreuzigung und so, glaube ich, echt nicht schlimm. Aber allgemein, also so Inquisitoren. Wie sind die, glaube ich? Inquisitoren, genau. Was brüllst du denn? Die waren ja dazu ausgebildet zu foltern. Aber es gab ja auch so viele normale Menschen, die so im Dorf dann den Verbrecher oder halt manchmal auch den Unschuldigen einfach so richtig brutal gefoltert haben. Also, ich check das nicht. Also so und so. Da war es zum Beispiel, das habe ich in einem Buch gelesen. Da hat jemand die Brote, also ein Bäcker, hat die Brote falsch abgewogen. Also ein paar Gramm zu wenig Mehl und dafür haben die ihn halt Waterboarding, also ja, die ganze Zeit halb ersäuft, so ungefähr. Also, ja, also, das brauchen wir echt nicht mehr. Ja, einfach dieses, also, ja, er hatte geklaut und dann Hände ab. Ja, geil, was soll der denn dann machen? Wenn es auch abnormal, wie kreativ Menschen bei Foltermethoden sind, ja. Wie viele verschiedene Foltermethoden es gibt, ist halt. Oh. Naja. Gut. Schönes Thema heute wieder. So. Attentäterbeine. Ah. Gut. Dann wollen wir mal springen und. Da drüben ist auch noch ein Fragezeichen. Ich frage mich gerade, wo die Stadt nochmal ist. Die ist hier. Upsi. Da können wir ja wirklich hier hingehen, den unentdeckten Ort aktivieren und dann zur Stadt gehen. So. Und dann wird. Also. Ups. Upsi. Bei der Stadt werden wir wahrscheinlich dann. Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, werden wir auch bald aufhören. Aber ist ja noch eine halbe Stunde. Passt. Alter, ich habe halt jetzt schon. Also, ich habe innerhalb von anderthalb Stunden eine komplette Flasche Wasser getrunken.
Naja. Aber ich denke auch, das kannst du schon ersprechen, das reißt halt auch den Hals. Und langsam tut's weh. Also es klingt schlimmer als es ist. Also ich spüre fast nichts. Aber ich spüre halt, dass es langsam spürbar ist. So. Klingt komisch, ist aber so. Genau, und deswegen denke ich mal, macht schon echt Sinn. Oder es ist vertretbar, dass wir das ganze Streaming und so weiter mal komplett pausieren. Wir müssen eben dann noch schauen, ob wir nächsten oder diesen Freitag oder nächsten Montag machen. Ich wäre eigentlich für Montag. Mal schauen, wann wir die meisten Mitspieler zusammen trommeln können. So. Weil der Matty ist ja auch bald, also fährt diesen Monat auch wieder nach Amerika. Er fährt mit dem Auto. Dementsprechend müssen wir mal schauen. So. Dann, hallo, hallo. Wer tut da oben diesen fetten Stier hin? Also, die fette Statue. Die ist abnormal schwer. Ah, naja, okay. Die Set-Designer machen das. Und die stecken die halb in. Okay. Ja, gut. Rumpelkammer. So. Stopp, Tobi. Okay, ich halte an. Also Freitag kann ich gar nicht, Montag könnte ich wenigstens zur Hälfte dabei sein. Okay, alles klar. Du gehst die ganze Zeit in Orte, wo es später Quests gibt. Entschuldigung. Oh. Ich dachte, da wäre eine fette... Gut. Ich gehe zurück in die Stadt und mache Quests. So, da. Hier ist aber noch ein Schatz. Hörnerhelm. Warte mal, gab es hier nicht einen Aussichtspunkt? Jawohl, den gab es. Also in Odyssey kann man sich halt wirklich krass verlieren, ne? Also, so, die Open World ist halt richtig, richtig schön. Geht's hier zur Stadt? Ich denke, ja. Wow! Ich hab's überlebt. Hier was verkaufen, bitte. Was genau suchst du? Einen Kunden. Verkaufen? Verkaufen? Das kann ich nicht verkaufen. Das kann ich verkaufen. Attentatschwere Klinge kann ich verkaufen. Krieger kann ich verkaufen. Verkaufen? Willst du Käse? Ja, will er. Verkaufen, 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 verkaufen. Schafshuf. Okay. Möge Hermes deine Schritte leiten. Oh, das ist voll lieb von dir. Was, oh, warte mal. Verbessern. Ich will meinen.
und das kostet 9000. Egal, ich benutze den ja ständig. 1013 Damage. Damage. Wenn ich etwas tun kann, sag es nur. Ja. Du könntest mir Geld geben. Gut, warte, bin ich jetzt in der Stadt? Nee, da ist die Stadt. Nicht streiten. So. Meine Kriegerin, deren Mut sich fast mit unseren messen lässt. Komm mit uns, fast ebenbürtige Kriegerin.